Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Die Willy-Bender-Galerie in der Emil-Bayer-Straße 9 in Heidelberg war gut besucht. Sogar Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Wülzner kam persönlich vorbei, denn es ging um Kunst. Kurator Pascal Baumgärtner präsentierte nämlich die Infos und Hintergründe zum zweiten Heidelberger Metropolink Festival, das in diesem Jahr vom 8. bis zum 22. Juli 2016 in Heidelberg stattfinden wird. Unter anderem werden hier 12 Urban Art Künstler Triste, Wände und Fassaden verschönern. Das diesjährige Metropolink Festival ist noch spannender als das im vergangenen Jahr. Pascal Baumgärtner. Wir werden dieses Jahr in besonderer Art und Weise prominente Wände gestalten in der Stadt. Das macht es zum speziellen Ding. Im Vergleich zu letztem Jahr haben wir 4 Wände wirklich im Innenstadtbereich. Sozusagen kommt keiner mehr an den Wänden vorbei. In jeder Richtung der Stadt finden wir eine große Fassade, die gestaltet wird von internationalen Künstlern aus dem Bereich Street Art, urbane Kunst. Letztes Jahr hatten wir 7 Wände, dieses Jahr werden wir 11 haben, also nochmal eine Aufstockung von 4 Wänden. Zusätzlich kommt ein Festivalzentrum dazu am Bismarckplatz mit 2 großen Überseecontainern von der Spedition Fels, die wir gestalten dürfen. Das heißt, wir dürfen die Container direkt anmalen, was natürlich spannend ist. Und dort werden Workshops stattfinden für sämtliche Gruppen aus der gesellschaftlichen, Querschnitt, aus dem gesellschaftlichen Querschnitt Heidelbergs. Obdachlose, Flüchtlinge, Jugendgruppen, Kinder, Schüler. Finden wir ganz wichtig, dass die Leute direkt partizipieren können und auch in einem zentralen Punkt der Stadt, sodass wirklich alle Leute was davon mitbekommen und nicht nur diejenigen, die an die Wände kommen, sondern auch wirklich das Heidelberger Publikum, Gäste, Touristen, ist für uns natürlich ein neuer Maßstab und da freuen wir uns ganz, ganz arg drauf. Auch der Bismarckplatz wird als wichtiger Festivalstandort kreativ bespielt. Ja, der Bismarckplatz ist ein super Standort, weil er generell nicht wirklich ästhetisch ausgestaltet ist. Das heißt, da stehen alte Gebäude rum, die in einem hässlichen Lila gestaltet sind, mit komischen Postern drauf. Und der Bismarckplatz ist für uns eine optimale Struktur, um eine Verschönerung vorzunehmen. Machen wir durch die Container, wir werden den auch beleuchten abends. Das heißt, da wird es eine Visual Show geben, beziehungsweise eine ausgefeilte Beleuchtungssituation am Abend, sodass wir den Platz wirklich in seiner Gänze erfassen können. Und Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Wülzner ist begeistert über das anstehende Festival, das für die Stadt Heidelberg eine besondere Bedeutung hat. Ja, ehrlich gesagt, ich bin wirklich immer begeistert, was gerade die Künstlerinnen und Künstler hier in Heidelberg geschaffen haben. Sie kommen aus der ganzen Welt, aus Australien, aus New York, auch natürlich aus Heidelberg. Das, was wir damit erreichen, ist, dass die Stadt ganz neu erlebbar wird mit Kunst im öffentlichen Raum, wenn alte Fassaden, die eigentlich sehr unschön aussehen, dann durch moderne Kunst verschönert werden. Es gibt dem Stadtteil viel, es gibt der Stadt viel und hat sehr viel damit zu tun, dass wir auch kreative Menschen in unserer Stadt fördern können. Musik.